Entschuldigt bitte, dass ich jetzt noch kurz meine AirPods drin habe. Ich laufe jetzt zur Uni, zu unserem Audimax. Der ist nicht bei der juristischen Fakultät, der ist woanders. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass der Parkplatz, auf dem ich parken wollte, komplett voll war. Und dann musste ich in diesen Nebenstraßen überall suchen. Da waren nur so enge Lücken. Und ich habe ehrlicherweise nie richtig gelernt, einzuparken in der Fahrschule. Und in meiner Prüfung musste ich es zum Glück nicht machen. Deswegen kann ich es aber auch nicht und habe dann ewig gebraucht mit dem Einparken. Das ist einfach so schnell losrennen musste zur Bahn, um die Bahn noch zu bekommen. Und meine Stimme ist auch nicht gut. Ich war nämlich noch erkältet vor ein paar Tagen. Aber mir geht es eigentlich wieder super, nur halt meine Stimme ist heiser. Unerwarteterweise habe ich sogar schon am ersten Tag der Uni ganz viele Leute kennengelernt und hatte dann schon so eine kleine Gruppe von richtig netten Mädchen und wir haben zusammen so ein bisschen den Campus bzw. generell die Uni erforscht, weil die Uni doch sehr verteilt ist. Wir waren zum Beispiel in der Bibliothek, also in einer von den Bibliotheken, die haben dann der Mensa geguckt, was das alles abgeht. Hat schon sehr viel Spaß gemacht, mit den Leuten da rumzugehen, sie kennenzulernen. Leider war ich echt noch ein bisschen so erkältet, also meine Stimme war unglaublich heiser, deswegen ist es ein bisschen unangenehm, war zu reden, aber sonst war alles richtig cool. Oh mein Gott, meine Stimme, nein! Das war mein Tag. Eigentlich geht die Veranstaltung bis 22 Uhr. Wir haben 18.30 Uhr und ich bin schon fast zu Hause. Es hat für mich nach Abwägen mehr Sinn ergeben, jetzt nach Hause zu fahren. Zusätzlich zu unseren Vorlesungen haben wir auch noch AGs, also Arbeitsgemeinschaften, mit denen einfach Fälle gelöst werden und der Stoff nochmal erklärt wird, anschaulicher. Und diese AGs konnten wir wählen, also quasi zu verschiedenen Zeitpunkten. Und ich hatte so eine AG-Gruppe, die ich unbedingt haben wollte. Deswegen war ich sehr aufgeregt, weil eben diese AGs freigeschalten wurden um 9 Uhr morgens. Und die ersten tatsächlich auch schon nach einigen Minuten komplett ausgebucht quasi waren. Aber ich habe zum Glück meine Traum-AGs alle bekommen. Außerdem hatten wir dann noch eine kleine Präsentation zu den Büchern im Jurastudium, also welche man braucht, von unserer Fachschaft ausgesehen. Und ja, also die Gesetzestexte hatte ich alles schon, aber ich habe auch noch sehr gute Inputs mitgenommen für zum Beispiel Lehrbücher oder Fallbücher. Okay, Freunde, ein neuer Tag, ein neues Glück. Ich bin jetzt gerade im Auto und gehe jetzt gleich zur Bahn. Ich habe hier einen Parkplatz gefunden. Ich wusste nämlich jetzt, ich muss auf diesem normalen Parkplatz neben dem Bahnhof nicht gucken. Da ist immer alles voll und gehe deswegen jetzt sofort in die Nebenstraße. Hier ist zwar auch fast alles komplett besetzt, also ich muss doch jetzt bestimmt 10 Minuten laufen zum Bahnhof, um dann mit der Bahn zu fahren. Naja, ist noch okay. Ich weiß zumindest jetzt, wie es abläuft. Ich werde jetzt kurz aussteigen, gucken, ob ich hier gut geparkt habe. Vielleicht muss ich noch ein bisschen näher ranfahren. Und dann geht's los. Aber so bei einer Sache, die ich echt krass finde, und zwar bestimmt 50% der Leute, die ich kennengelernt habe, meinten schon, dass sie vielleicht ihr Studium abbrechen werden. Und das ist echt krass. Also ich finde es cool, dass die Leute das irgendwie schon so wissen und schon so reflektiert sind darüber. Aber gleichzeitig finde ich es auch einfach richtig krass, weil Jura ja wirklich immer so gesagt wird, als so der Studiengang, bei dem richtig viele wieder das Studium dann abbrechen nach ein paar Semestern. Und ich dachte halt irgendwie, das kommt dann so mit den Semestern oder so. Aber dass jetzt Leute wissen, das wahrscheinlich nicht was für sie ist, finde ich irgendwie voll beeindruckend, weil bei ganz vielen Lebensläufen ist es irgendwie so, dass die Leute irgendwas anderes studieren wollten, aber weil sie nicht reingekommen sind, halt jetzt zu Jura gekommen sind, so. Ja, voll spannend. Wow, wie schön ist bitte die juristische Fakultät. Ich glaube, sie ist die schönste Fakultät. Am Mittwoch gab es zuerst einen Bücherflohmarkt, wo die höheren Semester ihre alten Bücher verkauft haben. Die Bücher waren aber unglaublich schnell weg, also ich habe mir da auch jetzt keins gekauft. Dann gab es aber noch so Tag der offenen Tür bei Dussmann, bei der Buchhandlung direkt neben unserer Fakultät, mit einigen Mitgliedern der Fachschaft. Und wir hatten auch noch eine Fragerunde mit der Justiz, bei der zwei Richterinnen erzählt haben, wie ihr Beruf so abläuft. So, meine Freunde, ich bin jetzt tatsächlich zu Hause und werde jetzt mal kurz meine Ersti-Tüte auspacken, denn wir haben auch Ersti-Tüten bekommen. Also, honestly, ist es eigentlich nur Werbung, aber das ist schon klar, weil es wurde halt von irgendwelchen Kanzleien oder Partnern halt generell, Repetitorien und so weiter gesponsert. Und wir packen es nochmal ganz kurz aus im Schnelldurchlauf. Strafrecht AT. Ah, quasi so eine Art Zusammenfassung. Dann haben wir hier so verschiedene, ich weiß gar nicht, was es genau ist, wahrscheinlich irgendwie so Studienratgeber. Hier Examenswissen. Sowas finde ich cool. Initiativen, glaube ich. Ein Blog zum Schreiben. Ganz viele irgendwie so Flyer. Muss ich mir nachher nochmal genau angucken. Aber jetzt hier so im Schnelldurchlauf. Wow, das ist cool.
irgendwie süß, so ein Mini-Grundgesetz. Ein Anti-Stress-Ball, Post-its. Ich weiß nie, ob die jetzt Post-its oder Sticky-Notes heißen oder ob diese großen Zettel Post-its oder Sticky-Notes heißen. Ich weiß es nicht. Stifte, Gummibärchen, Radiergummi. Sehr cool. Vielen Dank auf jeden Fall an die Fachschaft und an die Sponsoren. Finde ich nice. Ich gucke mir das gerade nochmal genauer. Ich bin nämlich gerade ein bisschen im Stress, weil ich gleich wieder ein Meeting habe, ein geschäftliches. Aber deswegen, ich wollte es euch zumindest mal kurz zeigen, bevor ich es mir nachher nochmal ganz genau angucke. Tour in den Google Drive Ordner. Oh, okay. Okay. So, ich hatte jetzt gerade noch mal ein geschäftliches Meeting. Ich habe schon ein bisschen Angst, wie das wird mit meinem Job neben dem Studium, weil ich jetzt auch gerade noch ein Projekt habe, was auf jeden Fall bis Dezember zumindest eigentlich meine Priorität sein sollte, vom geschäftlichen Sinne her, bei dem auch so andere Personen halt sich auf mich verlassen. Deswegen muss ich jetzt gucken, inwiefern das mit Job und Studium irgendwie vereinbar ist. Also ihr könnt mir mega gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei euch ist, ob ihr nebenbei arbeiten wollt und so weiter, weil das ist so eine Sache, die mir ein bisschen im Kopf ist, weil ich ja beides irgendwie machen möchte. Oh mein Gott, das ist so dreckig. Am Donnerstag hatten wir einen kleinen methodischen Kurs zum Thema, wie lernt man am besten im Jurastudium. Das ging, ich glaube, so 2 Stunden. Ich musste dann aber auch schnell los, weil ich an dem Tag noch ein Fotoshooting hatte. Und da ich keine Ahnung von Make-up habe, hat mich meine Schwester geschminkt. Das war richtig lieb. Ich hasse es immer, wenn Leute irgendwie sagen, ja, das ist für ein Projekt, das ist so cool, aber von dem darf ich noch nicht erzählen. Und ja, das ist leider wirklich so. Ich habe ein richtig cooles Projekt, von dem ich gerade noch nicht so viel erzählen darf. Aber ihr werdet euch bestimmt bald freuen, wenn ihr es herausfindet oder wenn ich es euch dann sage. Am Freitag ging es dann wieder in die Uni, aber auch nur für eine kurze Zeit. Wir hatten da eine Initiativenmesse, bei der sich einige Initiativen einmal vorgestellt haben. Und dann auch spezielle Kurse, die man besuchen kann oder zum Beispiel auch die European Law School, die ich ganz interessant finde, mit der man eben so seinen Schwerpunkt zum Beispiel im Ausland machen kann. Also das ist jetzt so ein bisschen nischig, was ich erzähle, aber es war sehr interessant, hat mir sehr viel Input gegeben. Gleichzeitig mich auch ein bisschen den Kopf zerbrechen lassen über die ganzen Dinge dort. Und ich war dann mit einer Kommilitonin in der Bibliothek nochmal. Wir haben so ein bisschen die Uni erkundet. Ich habe dann wieder ungefähr 1,5 Stunden nach Hause gebraucht. Ich brauche irgendwie relativ lange von der Uni nach Hause. Ich dachte, dass es irgendwie schneller gehen würde, beziehungsweise sich nicht so lang anfühlen würde, aber es war doch sehr lang. Hab dann zu Hause gekocht und dann einfach noch ein bisschen aufgeräumt und am Abend kam dann noch mein Freund zu mir. Für den Samstag war ein Doppeldate im Kriminalgericht geplant. Uns wurde nämlich in der ersten Woche erzählt, dass dort Tag der offenen Tür am Samstag sein. Eine Kommilitonin und ich wollten da gerne hingehen, haben unsere beiden Boyfriends gefragt und sie mitgeschleppt in das Gericht. Es war eigentlich ganz spannend, leider konnten wir aber in keine Hauptverhandlung eingehen, weil es dafür einfach keine Plätze mehr gab. Das war dann doch ein bisschen schade. Also all in all nicht ganz so spannend, wie es sonst hätte sein können. Mein Freund und ich waren dann noch essen und ich war dann noch abends bei einer Veranstaltung in meiner Stadt mit einer anderen Freundin. Also wieder sehr viel unterwegs. Es ist gerade Sonntag, also der letzte Tag der Woche. Ich war jetzt gerade duschen, habe mich fertig gemacht und starte in den neuen Tag rein. Wollte aber noch einen kurzen Recap geben. Und zwar war es jetzt so, dass die erste Woche extrem cool war. Ich fand sie nicht überfordernd zum Glück, weil ich habe von anderen Leuten gehört, dass sie wirklich extrem, extrem viel Programm hatten. Das fand ich eigentlich ganz entspannt, dass wir gar nicht so viel Programm hatten. Aber das Programm, das wir hatten, wurde immer gut genutzt und ich konnte viele Leute kennenlernen. Habe überraschenderweise auch relativ viele Leute kennengelernt. Ich dachte, das wären weniger Leute, die ich direkt schon in der ersten Woche irgendwie kenne, also kennenlerne. Aber ganz viele Leute waren super offen, total authentisch, bodenständig, haben direkt mich angesprochen auch und so. Also das war gar nicht irgendwie komisch, da Leute anzusprechen, sondern alle waren da wirklich sehr aufgeschlossen. Also da hatte ich auch gar keine Ängste, irgendwie jemanden anzusprechen, weil da alle total nett waren. Alle, mit denen ich so näher geredet habe auf jeden Fall. Ich habe jetzt nicht mit allen Leuten geredet, weil wir ein sehr großer Jahrgang sind, irgendwie 450 Leute. Das ist schon echt viel. Und ja, ich fand es ein bisschen schade, dass wir zum Beispiel jetzt keine Campus-Tour hatten. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich mich jetzt so gut nächste Woche, wenn die richtigen Vorlesungen und AGs und so beginnen, ob ich mich dann gut zurechtfinde, weil ich noch nicht ganz so weiß, wo jetzt alles ist, wo die Mensa ist, in welche Bibliothek wir gehen können und so weiter. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen Learning by Doing. Wir finden das dann noch so heraus. Ich fand es auch mega angenehm, dass wir ein paar Veranstaltungen auch so hatten, dass wir daran online teilnehmen konnten per Zoom. Das wird jetzt ja auch weiter während der Uni so sein, dass wir Möglichkeiten haben, die Vorlesungen zum Beispiel online zu verfolgen. Und gestern war ich ja noch mit einer Kommilitonin von mir dann eben im Kriminalgericht noch mit meinem Freund zusammen und ihrem Freund zusammen. Das war jetzt nichts wirklich von der Uni aus, sondern wir haben einfach mitbekommen, dass der Tag der offenen Tür ist von Leuten, die uns das gesagt haben während der ersten Woche. Und ja, war ganz spannend, bisschen langweilig, weil wir nicht in so eine Hauptverhandlung rein konnten, zu der wir eigentlich gehen wollten. Aber da das so beliebt war und so viele da rein wollten, haben wir keinen Platz mehr bekommen. Das war ein bisschen blöd, deswegen konnten wir halt quasi nur da so rumlaufen.
War trotzdem ein schöner Tag gestern. Da war ich noch mit meinem Freund unterwegs, essen und abends auch bei einer anderen Veranstaltung hier in der Stadt mit einer Freundin von mir. Also sehr viel unterwegs. Heute ist ein bisschen entspannter und morgen haben wir noch einen letzten Organisationstag. Da ist zum Beispiel die Begrüßung des Dekanats, dann die Matrikulationsfeier und ich habe schon mein erstes Tutorium. Das heißt, das sind so ältere Semester, die mir und uns ein paar Ratschläge geben für das kommende Semester. Und dann am Dienstag geht wirklich schon alles ganz normal los. Ich bin voll gespannt und freue mich voll, dass ihr jetzt noch dran geblieben seid, diesen Vlog geguckt habt und folgt mir auf jeden Fall für weiteren Content. Ich werde hier mal weiter posten, wie es hier einfach so weitergeht. Schreibt mir gern, wie ihr das fandet. Schreibt mir gern eure Meinung. Folgt auch gerne auf Instagram und auf TikTok eventuell, falls ihr noch mehr up-to-date bleiben wollt. Und hoffentlich bis ganz bald wieder. Ich wünsche euch auch einen schönen Studienstart und Schulstart. Bis dann, ciao.